Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Final Fantasy 9. Ich bin gerade am Überlegen. Nein, ich schaue zuerst mal nach, was der Schmied von uns brauchen würde. Aber ich fürchte, da muss ich, noch was einkaufen. Hallöchen! Jetzt, wo wir sozusagen Freunde sind, solltest du auch einen Namen bekommen. Wie wäre es denn zum Beispiel mit Nummer 777? Diese Wesen versuchen mir einen komischen Namen zu geben. Ich werde dieses Kind hier einen Namen geben. Was hältst du denn von Nummer 333? Hallöchen, Herr Schmied. Willkommen zum hämmernden Schwarzmagier. Aurora Hammer schon Hammer, Hammer, du mal haben. Damals Masasune. Link, Handdolch und Orichalchon. Ja, gerne. Was, sollen wir pleite? Na, wir haben das nicht. Drachentatze-Tigerkralle. Scheiße, was ist denn das hier? Druidenstab. So, das haben wir auch nicht. Eisenhandschuh fehlt. Großartig. Drachenarmreif. Ich hoffe, das braucht keiner. Goldmaske. Da fehlt das Goldkäppchen. Stechhelm. Haben wir den halt. Ballonmütze. Ernsthaft. Flammenring fehlt da. Latextoga. Kaiserharnisch. Aha. Ritterrüstung. Okay. Lichtrobe. Zauberumhang, aha, Wüstenstiefel. Da haben wir zu viel. Halstuch, Kristall, gemein, Goldschalen, Hermes, Flammenring. Schau mal, Garnett kannst du auch herstellen. Echt jetzt? Amethyst. Haben wir schon einen Amethysten? Ja, sicher, ne? Das ist der Dings. Opal, Lapis Lazuli hat man auch normalerweise. Aha. Den Flammenring will ich machen. Heiligenpicke. Ich habe keine Heiligenpicke mehr. Das gibt's ja nicht. Heiligenpicke? Okay. Ich denke mal. Was mache ich denn da? Ich will anlegen, bitte. Jo. Ich denke mal, da werde ich mal. Was heißt ankleiden? Das kann man schon wieder alles. Naja. Fixt halt das da. Der Schattenhut ist out. Da, Schilfmütze, Lehre der Ninjas. Aha. Ja, Egoistenreif. Ja. Ja, okay, da wird's auch nicht besser. Dämonenpanzer. Wird auch nichts besser. Schwarzer Gurt. Ja, Schwarzer Gurt wird auch nicht besser, aber ich nehme trotzdem die Springerstiefel. So, dann von denen haben wir so viel. Die gute Eiko. Eiko, Eiko, kriegt da Erzengel. Ui, der starke Wiederbelebungszauber an die Z. Jo, Priesterstab. Aha. Bitteschön. Die Baskenmütze ist auch schon out. Aber sie will nichts Neues. Sie kann nichts Neues lernen, sagen wir so. Da ist auch nicht besser. Zauberumhang hätte es kein. Weil ich weiß, es ist nicht viel besser, aber die Allzweckweste. Bei Fleckring braucht sie noch. Okay. Der gute Vivi bekommt auch was Neues. Ja. Der Magierstock. Meteo. Aha. Das Rotkäppchen kommt auch weg. Braucht doch nichts Neues, der Kerl. Kristallarmreif. Da geht auch nichts. Ja, auf. Kraftkittel. Aha. Halstuch? Da geht auch nichts? Hör auf! Ich nehme trotzdem die Springerstiefel. Das ist ja krass. Und du lieber? Steini? Das ist ja ein Witz, oder? Das ist echt ein Witz, die können nichts lernen. Nichts Neues? Nichts Gescheites? Da hätten wir was.
Carabinier. Carabinier. Ja, immer Regener. Okay, probier das. Besser als Gott. Da ist auch nichts. Bin total entsetzt, meine Lieben. Entsetzt bin ich. Jawohl. Kann man noch was schmieden bei dir? Bitte, ja. Vielleicht geht hier noch irgendwas. Null. Ja, die weiß ich nicht. Da geht was, ja. Okay. Die Lichtrobe geht jetzt auch. Wahrscheinlich auch für die Fisch. Flammenring geht halt noch nicht. Das ist da nur eins. Amethyst, also. Ach, du liebe Zeit. So, nochmal schauen. Anlegen. Kann jetzt, hat die Eiko, hat jetzt nur das da, ne? Da war was. Stopp, langsam. Lichtrobe geht. Ah, dann lernt sie den Erzengel schneller. Ist mir auch recht. Obwohl, es ist fast nix. MB 50%? Echt? Okay, das lassen wir. Das lassen wir doch glatt, ne, meine Lieben? So, was haben wir da noch? Der will das Hau den Lukas Suplex. Kannst du Suplex lernen? Statt den Zauberarmreif? Na, wer kann Suplex lernen? Suplex. Das hört sich mahagonisch an. Verstehst du? Na, falsch. Ja, mahagonisch hört sich das an. Wer kann es auch nicht lernen? Suplex. Herrschaft Zeiten. Du hast deine Fäustlinge, ne? Ja, ja. Ja, Herrschaft Zeiten, du hörst. Auf da. Stop, stop, stop. Da. Bada. Da kann man gar nicht was belauschen. Hm, ich höre doch Stimmen. Nein, ich finde den Namen 444 noch viel bad. Also, Entschuldigung. Nein. Ich finde den Namen 444 noch viel passender. Von wegen, Nummer 888 ist viel besser. Ich habe endgültig genug. Ich will eure komischen Namen nicht. Ich verstehe schon, du magst keine geraden Zahlen, nicht wahr? Wie findest du denn 555? Ah ja, ist da hinten noch was versteckt für uns? No. No, no. Ah, herrlich. So, dann noch schnell darüber zum Friedhof. Hallo. In diesem Gespräch mit ihr ist mir eines klar geworden. Wir Schwarzmagier sind die Genome in... Was? Entschuldigung. Wir Schwarzmagier und die Genome ähneln uns doch irgendwo, nicht wahr? Warum glaubst du, ist das der Fall? Hm, bin ich ehrlich gesagt überfragt. Wir wurden in Alexandria hergestellt, aber die Technologie an sich existierte dort nicht, sondern sie wurde von Kuya eingeführt. Kuya kannte also teilweise die Technologie zur Herstellung der Genome und diese wandte er an, um uns zu erschaffen. Hm. Manchmal frage ich mich, mit welchen Augen er uns gesehen hätte, wäre auch er nur ein einfacher Genom gewesen. Tja, mit gar keinen Augen, weil er es gar nicht mitbekommen hätte wahrscheinlich. Was? Dies ist also ein Friedhof, ein Ort, an dem die Toten geehrt werden. Welchen Zweck erfüllt er? Die Toten haben hier nichts davon. Solch ein Ort ist völlig sinnlos. Ich glaube, das ist ein bisschen anders. Den Friedhof gibt es nicht für die, die gestorben sind. Vielleicht ist auch dies für dich ohne Bedeutung, aber dieser Ort hier ist eigentlich nur ein Trost. Zum Beispiel spendet er Trost, indem man sich durch ihn an die Verstorbenen erinnert, damit sie nicht einfach in Vergessenheit geraten. Und wir werden tapfer dem Tod ins Auge schauen, der uns früher oder später holen wird. Wenn ich weiß, dass mir zu Ehren so ein Grab errichtet wird und ich in den Herzen von all den anderen weiterlebe,
Ich werde ihn auf gar keinen Fall vergessen, meinen Freund Nummer 36. Moi. Ja, der Sinn und Zweck eines Friedhofes. Gut erklärt, ja. Na, Items, brauche ich welche? Ich habe keine Ahnung. Mir wurde die Aufgabe zugeteilt, in diesem Geschäft Aushilfe zu leisten. Mir ist nur nicht klar, was genau das sein soll. Schaut euch nur um. Jojo, angeblich reden manche Landbesitzer so. Fließendes Wasser, vergehende Zeit. Nichts verharrt in demselben Zustand. Das ist mir völlig unbegreiflich. Bam, bam, ba, da, da, da. Hallo? Musik ist, gibt es bestimmt nicht nur auf Terra oder Gaia, sondern überall. Ja. Wieso hängen diese Menschen so sehr an diesen Maschinen, die einfach nur Töne ausspucken? Was schön ist. Je nach Einfall des Lichts bestimmen die Menschen also, ob es für sie Zeit ist, sich auszuruhen. Richtig. In Terra gab es weder Tag noch Nacht. Es war immer hell. Ja, darum seid ihr so nervös, weil ihr nicht schlafen konntet. Ich will gar nicht wissen, was das alles für Energiekosten sind. Wobei, Solaranlagen hätte man sicher aufstellen können. Müssen wir uns ausruhen? Ich ruhe mich mal aus. Und dann wünsche ich euch wohl eine gute Nacht und so. Jawohl. Was? Schon aufstehen? Auch nicht. Gehabt euch wohl. Ja, so sagt man das. So, wir haben jetzt neue Ausrüstung. Ich laufe noch einmal ganz kurz hier rein. Ich weiß, es dauert ewig, tut mir leid. Um zu schauen, ob ich hier noch was kaufen muss. Herein spaziert. Da Hammer. Da Hammer. Hammer da, Hammer da, Hammer da, da. Alles da. Das ist gut. Nein. Danke. So, wir haben alles. Hammer da. Und dann würde ich sagen, wir laufen weiter. So. Zu unserem Schiffelein. Ich glaube, ich werde hier draußen noch kurz speichern tun. Ein Glubschi. Das sind die ganzen Viecher von Terra auch hier bei uns, ne? Herr Steiner, Attacke Bomb. Halt mich. Dann mag ich Feuer. Ja, sicher, das Todesroulette. Kannst du nicht selber damit umhauen? Ach, ich sehe schon. Kann gleich mal wieder beginnen. Ja. Ja, ja. So. Das ist ja ein cooler Stecken. Der der Baby hat. Der gefällt mir. Und der ist hin. Aber jetzt nicht dein Ernst. Ah, schön. Ah, der Stecken steht ihm gut. Schöner Zauberstab. Na super! 5000, 2000, grandios. Titane. Eiko? Bitte erwecke den Kasperl zum Leben. Ne, Engel müsste rein. So, ja. Und normales kleines Heilen. So. Braucht noch wer was? Noch nicht. Bam, 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 bam. Wir könnten theoretisch das Finale einläuten probieren. Ich meine, ich werde sowas von verhauen werden, das glaube ich. Bin ich mir recht sicher. Ach so, der Testhauch da. Boah, Zidanes Waffe, ne? Schau mal, wie die schön ausschaut. Zwei Katana quasi, ne? So auf die Art. War cool. Ja, ja, war klar, dass die sich wie ein Kacke wieder kommen tut. Das heißt, Wakchi an Chichane. Ataki und, was nennen wir hier da? Ja, ich würde sagen, Abitza. Abitza. Da wird ihm gleich ein Schlagerl treffen. Jo. Ja. Die Eiko.
absorbieren, ja? Mana? Oh, Bibi. Ah, nein, Leben. Okay. Das heißt, wir werden Bibi ein bisschen heilen tun. Ein Jahr, die Stadt wird gestürzt. Kurz warten. Nicht, dass wir diese Bierkacke tut. Na, da war ich schon gut aus. Absorbieren nochmal. Okay. Lieber Bibi. Und ist mit Eisgang. Wenn es noch geht, nochmal stehen. Ein habe ich nichts. Alles klar. Aha. Wen rufen wir denn? Madi. Dann ist er sicher hin. Hoffe ich mal. Schöne Flöte. Die Eiko-Flöte ist auch so schön. Ach, hey. So. Busch. Wir haben keinen Rund noch. Ja, die Stein und Inventar ist voll. Ah, ja, die Stein. Okay. Ah, nicht schlecht. So. Da wäre es jetzt gut, mal unseren Mogelfreund zu rufen. Servus. Bitte, ja, speichern wir gut. Jo. Hier drauf, bitte. Vielen Dank. Und ich würde sagen, hier durch nochmal drauf. So, ja. So ist gut. Pleite. Jawohl, so gut wie pleite. Schöne Aussicht, nichts. Bis zum nächsten Mal. Jawohl. Na. So, Entschuldigung. Die falsche, Finger auf die falschen Tasten gehabt. Dann habe ich mich schon gewundert, wo nichts gehen tut. So, wir starten. Wir wollen zum Baum Ifas, ne? Sollen wir wirklich hin? Ja, ist eh wurscht. Nein, nicht runter. Fahren, fliegen. Fliegen? Nicht aussteigen. Herrschaft Zeiten noch einmal. Jetzt haben wir es. So, die Frage. Wie, das richtig? Hä? Bäumchen? Warte mal, hier war doch irgendwo das Dingens, ne? Da dahinter. Da irgendwo müsste Bäumchen sein. Nichts Bäumchen. Warum ich was? Wo ist denn der? Hä? Ach so, falsche Seite, jetzt haben wir. So. Wir haben eh gespeichert. Probieren wir es einfach mal, oder? Vielleicht kriege ich es ja sogar hin. Irgendwie. Das die C zum Betreten. Priorität gilt der Nutzung. Wohl. War Herr A. Stopp, nicht so schnell. Hä? Kannst du schon lesen. Onkel Sid? Aber warum? Wie konnte die Lindunische Flotte davon wissen? Das hat sich wahrscheinlich der Chef ausgeknobelt.
Der alte Brillenmüms. Der alte Brillenmüms. Riecht sowas sehr förmig. Oh ja. Na gut, dann wollen wir den Kalunk mal in nichts nachstehen. Feuert aus allen Ohren. Kennen wir nur auch allzu gut, oder? Generäle Beatrix. Sie werden unser Schiff zerfetzen. Reiß dich gefälligst zusammen. Dein Vorgesetzter steht auf der Schwelle zum Tod. Bist du dir dessen bewusst? Seht zu, dass ihr eurem Hauptmann keine Schande bereitet. Ich hat sich doch auch um den Hauptmann besorgt, wie verrückt. Ist die ganze Zeit im Schloss auf und ab gelaufen. Hast du etwas gesagt? Ja, wo die Liebe hinfällt, ne? Die rote Rose. Doch nicht etwa Beatrix. Da hast du dir aber eine besonders feine Braut ausgesucht, Alter. Du musst gerade deinen Mund aufmachen, Kerl. Steiner, wie darf ich denn das verstehen? Na nun, warum fühlt sie sich denn angesprochen? Haltet euch fest, Leute. Jetzt gibt es kein Zurück mehr. Naja, streng gesehen schon, wenn ich verliere, dann bin ich noch da hinten. Also am Anfang, also Spielstand, also, ja. Husch. Wenn haben wir denn ja wieder mal kurz vor Partende, ne? Dann klauen wir doch. Ein Kaiserdrache haben wir denn da. Ein Kaiserdrache. Wildskraft. Sauber. Liebe Eiko, du weißt, was du zu tun hast. Bitte heile mal. So, die. Schauen wir doch mal, was Blitzka anstellt. Boah, Steiner. Ui, Konter. Oh, puh, Glück gehabt. Oh, das macht schon Damage, meine Lieben. Ich glaube, wir werden sie da nicht heilen tun. Huch. Was macht er denn da? Aha, okay. Trance. Ui, Eiko ist sauer. Eiko ist sauer. Was war denn dieses Meteor-Dingsbums? Meteor. Das da, ne? Was kann das? Und wie ist mal aus? Diebstahl fehlgeschlagen. Ach, der Steiner haut drauf, ne? Wahrscheinlich hau ich das Video auf, bevor ich irgendwas stibitzen kann. Wir brauchen unbedingt Heilung. Ah, zweimal. Oh. Warte mal kurz. So, machen wir so. Ui. Es fliegt ein Meteor ab. Verfehlt. Ja. Ich wollte nur mal schauen, wie es ausschaut. Was nehmen wir denn? Nehmen wir mal Eiska, oder? Migra. Und Minista. Ich denke, das Viech ist bald mal kaputt. Ich hätte einen Kaffee einsetzen sollen. Rubin-Kaffee kennen. So, machen wir so und machen wir so. Den
Diebstahl fehlgeschlagen. Kurze Tür. Hält aber was aus, oder? Steiner ist schon arm an Mana. Baby schaut an, ich muss gut aus. Ah, Zidane ist ein Schwert. Fällt mir echt gut. Schwert kann man jetzt sagen. Schwerter? Wie soll man sagen? Seine Waffe. So, jetzt haben wir es. Die gefällt mir richtig gut. So. Ich sehe schon, Eiko muss geheilt werden. Und auch Vivi, nein. Jo. Funke wäre schlau gewesen einzusetzen. Ja, ich bin halt nicht so schlau. Auch noch dieses Saugen. Das war, glaube ich, HP bekommen, ne? Ja. Oh, Eiko ist nicht mehr sauer. Okay. Und jetzt, ja? Will jetzt klappen. Das war's für den Steiner. Macht nichts, Eiko wird ihn gleich wiederbeleben. Mit Erzengel. Moment, was stibitzt? Ich hab's halt nicht bekommen. War am Attackenzug. Ich rufe die Steine. Kehre zurück ins Licht. Jo. Und gleich vollgeheilt. Ich liebe diese Fähigkeit. Tornado. Wow! Die Eiko erledigt. Diese Sau. Wie konnte er nur? Nicht gut, das ist einfach weg jetzt wieder. Ja. Einmal Phönix Feder für Eiko. Dann nochmal. Also, ich würde sagen Elixier für die Eiko. Wow, Schockwelle. Hör auf jetzt, ich krieg halt geheilt. Das war alle hin, ne? Fast. Scheiße. Hallo, ich will das jetzt schaffen. Ja, Elixier, danke. Scheiße, das haut wieder nicht hin. Wenn wenigstens mal die Eiko, ne, und so was machen könnte. Was haben wir jetzt gezeigt, wenn der mit seine scheiß Welle, ne? Wir ja immer alle. Ja, das war's dann, ne? Vielleicht klappt sie jetzt. Boah, ey! Alter! Das dauert alles viel zu lange. Menno. Kriege das nicht hin, ne? Der Part ist auch schon zu Ende. So. Gut, die Eiko heilt. Eiko braucht dann ganz, ganz schnell irgendwie Mana. So, Ether.
Flecken wieder ein paar. Macht aber nichts, denn die gute Eiko wird jetzt den guten Phönix einsetzen. Wenn ich ihn durchkrieg. Ja, geht's. Also, sei Dank. Ach ja, spannend noch, ne? Ja, und das ist das, was ich gemeint habe. Das könnte durchaus schlimm werden. Was? Dem tut's wieder alle? Ah, das geht nicht. Entschuldigung, verkehrt. So. Jetzt sehen. Gut, passt. Das war gut gerettet. Ich sage, die gute Eiko ist halt leider die stärkere von beiden Esper. Und ja, meine persönliche kleine, süße Lieblings-Esper. Ja. Obwohl ich Bahamut auch gern habe als Bestie, aber die Eiko, die hat es halt drauf. Immer der Fleck erlernt und Antizet, ja sauber. Dunkelschweif haben bekommen und Elixier. Jo. Ach du Heilige. Bist du dir wirklich sicher, dass wir von hier rauskommen, Quina? Vertrau mir, Mampf. Ich habe mich vorhin auch von hier rein teleportiert, Mampf. Mhm. Naja. Durch den Ausgang dort drüben kommen wir wohl eh nicht mehr raus. Wenn wir jetzt zurückkehren, muss es dieses magischen Kreis auch irgendwo geben, Mampf. Ich habe mich durch dieses magischen Kreis in das Sist teleportiert, Mampf. Na gut, genau wie damals, als wir in Terra waren. Probieren geht über studieren. So, jetzt machen wir gleich Partschluss. Wo sind wir hier? Hä? Wir machen gleich Partschluss. Ihr Lieben, vielen lieben Dank fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche ich einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wer das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!